Gut, dann fangen wir an. Einen wunderschönen guten Morgen, 10 Uhr, BIM-Café Nummer 3 mit dem Thema Heizen ist nicht schwer, kühlen anscheinend sehr. Ja, Sie sehen, ich bin ein schlechter Reimer. Dementsprechend habe ich das Titel oder den Titel gewählt und ich habe mir meine bezaubernde Kollegin Katharina an die Seite geholt. Guten Hallo Morgen, Katharina. Björn. Katharina, du bist jetzt schon 20 oder mehr als 20 Jahre bei uns. Nein, nur 20. Ja, oder auf jeden Fall schon sehr lange bei uns und du betreust bei uns den Bereich vor allen Dingen der Energieberater und Planer und du hast mit auch einen Schwerpunkt im Bereich der Wärmebrücken, ja, also da auch viele Anfragen in dem Bereich. Deswegen hat es natürlich Sinn gemacht, dich heute hier mit einzuladen, denn wir haben ja drei Themengebiete, wie auch in der Einladung geschrieben, vorbereitet. Es geht nämlich ein bisschen um Wärmebrücken, es geht um sommerlichen Wärmeschutz und es geht um Kühlast. Ja, die ersten zwei Themen, da hat die Katharina ein bisschen was vorbereitet für uns, auf Fragen, die wir eben uns zusammen aus dem Support und jetzt hier im Vertrieb und so weiter zusammengetragen haben, damit wir einfach so ein bisschen Basisinfos machen. Ja, ob das Mikrofon im Bild ist oder nicht, ist, glaube ich, nicht schlimm. Das verzeihen Mich wir dir. stört es jetzt. Dann kommt der kleine Monk durch. Genau. Also wie gesagt, zur Info ist ein neues Format. Die Sachen kommen auf YouTube. Wenn Sie da auch mal nicht live teilnehmen können, wie jetzt, wir haben jetzt einige Teilnehmer wieder da, dann können Sie es im Nachgang anschauen. Abonnieren Sie einfach dafür den Kanal, heißt es ja auf Deutsch, oder den Channel oder wie Sie auch wollen auf Neudeutsch. Dann kriegen Sie natürlich immer die Meldung, wenn es hochgeladen ist. Das dauert immer ein bisschen nach der Live-Vorstellung. Und da sehen Sie dann auch die Folien und das und so. Also die Frage kommt ja immer, kriege ich die Folien? Die sind dann da. Ne? Also da dann einfach schauen, da können Sie sich das dann immer wieder aufrufen. Ist wie gesagt for free, ein bisschen Infos mitnehmen am Morgen in der gemütlichen Runde. Das ist der Sinn dieses, ich nenne es jetzt mal Podcast. Gut. Fangen wir mit dem eigentlichen Themen an. Und zwar das Thema Wärmebrücken. Ja, Wärmebrücken begleitet uns jetzt schon sehr, sehr viele Jahre, auch bei der Firma Hotgenrot. Und was jetzt in den letzten Jahren stärker kommt, zumindest an Fragen an uns, ist natürlich das Thema der Gleichwertigkeitsnachweise. Dazu haben wir uns so ein bisschen mal die Fragestellung gemacht, wie kann man das jetzt eigentlich unterscheiden? Was muss man unterscheiden? Wie fängt es da an? Katharina, wenn du möchtest, leg los zum Thema Wärmebrücken und Gleichwertigkeitsnachweise. Ja. Und da ich die Präsi habe, klicke ich dann immer für dich weiter, muss mir nur ein Genau. Zeichen geben. Ja, wir haben natürlich ein bisschen geguckt, auch was zu dem Thema Kühlen und auch sommerlicher Wärmeschutz irgendwo auch mit dazu gehört, nicht nur passt, sondern eigentlich auch dazu gehört. Es hat nicht immer so mehr das stiefmütterliche Dasein, fristen die Wärmebrücken nicht mehr oder die Berechnung, wie das mal früher der Fall war. Jeder von Ihnen, der Effizienzhäuser rechnet, hat ja nicht nur im Zuge vom GEG, sondern auch schon in der Vergangenheit, wenn es um die Effizienzhäuser im Rahmen der NEF ging, mit dem Thema beschäftigt. Und da geht es natürlich einmal auf das Thema Effizienzhäuser, um da entsprechend auch die Möglichkeiten der Effizienzhausklassen dann auch zu erreichen. Aber es geht natürlich auch immer darum, beim Thema Wärmebrücken oder beziehungsweise überhaupt, wenn wir uns in Energieeffizienz beschäftigen, auch um Heizenergie einzusparen. Das wäre so noch nicht ganz die Kühllast, aber da geht es tatsächlich einmal um die Heizenergie. Und ein guter Wärmeschutz der Gebäudehülle ist nun mal wichtig. Und das sind halt dann nicht nur die U-Werte, sondern auch die Anschlusssituationen. Und das sind ja letztendlich auch die Wärmebrücken. Insofern ist das ein Thema, was wichtig ist. Ist auch so, dass in der NEF, auch im GEG ja auch schon drin ist, dass die Gebäude so auszuführen sind, dass der Einfluss der konstruktiven Wärmebrücken auf den Jahresheizwärmebedarf nach den Regeln der Technik und den jeweiligen Einzelfall auch wirtschaftlich als Maßnahmen so gering wie möglich zu halten sind. Also da haben wir es in der NF schon drinstehen, auch im GEG. Also das Thema ist wichtig und für uns, oder nicht für uns jetzt weniger, wir bieten ja das Werkzeug an, aber für Sie als Planer natürlich das Werkzeug oder welche Möglichkeiten gibt es, sich mit dem Thema die Wärmebrücken in irgendeiner Form zu berücksichtigen. Ein paar Dinge bietet uns natürlich auf der einen Seite das GEG und gewissen Seiten, je nachdem die Übergangsfristen, was sie an Projekten haben, auch noch die NF. Aber wie gesagt, in dem Rahmen haben wir einfach ein paar Möglichkeiten, wo wir uns bewegen können. Was würdest du denn schätzen, so aus dem Bauch raus, wie viel Prozent der Projekte, die so in der NF und das gemacht oder jetzt im Energieberater jetzt zum Beispiel gemacht werden für die energetische Bilanzierung, wie viele berücksichtigen Wärmebrücken? Also
Prozentual ist ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, eine ziemlich steigende Tendenz. Also gerade um das Thema im Neubau war es ja schon so, ein Effizienzhaus zu erreichen oder Effizienzhaus Plus. Da kam ich eigentlich nicht mehr um das Thema Wärmebrücken drumherum. Wir haben ja im Bestand klassisch die Geschichte mit 1,0, was man kennt, wo ich gar keinen Nachweis führen muss im Bereich der Wärmebrücken. Das kennen die meisten, ist ja noch so, wie man es früher wirklich gemacht hat. Oder ich habe diesen Faktor 0,05, womit ich besser sein kann. Den haben viele in der Vergangenheit auch schon mehr und mehr eingesetzt. Und ich würde es also, glaube schon mal zu sagen, auch mit den steigenden Nachfragen bei uns nach unseren Werkzeugtools in Form von Softwareprogrammen, die wir anbieten, würde ich schon sagen, das ist eine Steigerung von den letzten Jahren so um 80% gewesen. Behaupte ich jetzt einfach mal so Bauchgefühl herausgeschossen, weil Also, das spiegelt das, glaube ich, auch so ein bisschen wider von den Effizienzhäusern, die so beantragt werden oder wurden. ja, in dem Moment, wo ich die Frage gestellt habe, habe ich auch schon gemerkt, dass sie doof war, weil natürlich auch, wenn man nichts eingibt, ja der Standardfaktor benutzt wird, also irgendwie ja berücksichtigt wird. Nein, aber das heißt, die verbesserten Faktoren haben schon einen Einfluss dann auch auf die Projektgestaltung. Ja, wobei man sagen kann, 1,0 ist ja nicht unbedingt der verbesserte Wert, sondern wenn ich gar nicht rechne. Und damit habe ich ja eigentlich schon mal einen schlechteren Zuschlag auf die Gebäudehülle. Das heißt, wenn ich möchte besser werden, dann bin ich mich eigentlich mit dem verbesserten Faktor, sprich Richtung Gleichwertigkeitsnachweis oder halt auch detailliert zu rechnen. Das sind so die Möglichkeiten, die ich ja letztendlich habe. Genau, das ist irgendwie schon mal aufgeschlagen, Gleichwertigkeitsnachweis oder individuelle Berechnung. Das hat ja bezogen, wir haben jetzt seit 2019 das neue Beiblatt. Die NF hat ja noch auf das alte Beiblatt verwiesen. Und aus 2006, wenn ich das jetzt richtig gerade im Kopf habe, ist natürlich relativ vereinfacht mit den Konstruktionsdetails, die dort drin gewesen sind. Ich weiß nicht, waren so irgendwas zwischen 80 und 90 Details, also auch nicht so viele Details, die dort zur Verfügung gestanden haben, um den dann entsprechend zu berücksichtigen, was so vermehrt in den letzten Jahren dann dazu geführt hat, zwangsläufig, dass man mit diesem Gleichwertigkeitsnachweis, mit den Details, die dort zur Verfügung standen, nicht mehr so weit gekommen ist, weil sie waren halt alt. Also wenn ich ein Gebäude habe von vor 15 Jahren, konnte ich damit noch ganz gut rechnen, aber für die heutigen Neubauten das häufig nicht das Passende zu finden. Und das hat zu vielen dazu geführt, dass sie doch in den letzten Jahren schon angefangen haben, verstärkt individuell und detailliert Wärmebrücken zu rechnen. Letztendlich ist aber so, dass ich natürlich auch mit dem neuen Beiblatt auch das Thema Gleichwertigkeitsnachweis recht gut führen kann, um da entsprechend dann auch günstiger zu sein, also mit dem Faktor 0,05 oder auch mit besser zu rechnen. Und wie würdest du dann, kannst du das Wort, was ja wieder ein recht kurzes geworden ist, Gleichwertigkeitsnachweis kurz und knapp erklären? Ich versuch's mal. Also der Gleichwertigkeitsnachweis, letztendlich haben Sie zwei Möglichkeiten, Gleichwertigkeitsnachweis zu führen. Entweder mit dem als bildlichen Nachweis, also konstruktiv über mit den entsprechenden Basis der Konstruktionsempfehlungen, die im Beiblatt drin aufgeführt sind. Oder halt, ich kann detailliert rechnen. Gleichwertigkeit, also in dem neuen Beiblatt, enthält mittlerweile, haben wir es auch hier mal notiert, 399 Details. Das heißt, eine ganze Reihe an Konstruktionsempfehlungen, die Sie dabei unterstützen, Ihre Planung zu machen, sodass ich, wenn ich meine Planung mache für das Gebäude, sagen kann, okay, mein Detail entspricht genau Nummer 178 aus dem Beiblatt und wird so entsprechend ausgeführt, so wie es dargestellt ist. Und damit kann ich dann im Prinzip sagen, Häkchen dran machen, Gleichwertigkeit ist erfüllt, also rein das Bildliche. Oder halt entsprechend über den R-Wert der jeweiligen Schichten, dann muss ich noch nicht mal rechnen, sondern das wäre so klassisch ein Gleichwertigkeitsnachweis. Nichtsdestotrotz kann es auch durchaus sein, dass ich mal Details haben muss, die ich rechnerisch nachweise über den Psi-Wert, die natürlich genauso dann zum Tragen kommen. Und ich kann es auch entsprechend miteinander mischen. Also es gibt die Möglichkeiten, die bietet auch, ich meine sogar auch die KfW mittlerweile, dass man bestimmte Details über das konstruktive Prinzip nachweist, einen Teil über den R-Wert oder halt auch detailliert berechnen kann. Also diese Möglichkeit besteht. Ist Genau. das denn, ich sag mal, allen oder vielen bewusst? Was würdest du sagen, dass man auch diese Mischung machen kann, oder?
Ich glaube, das mit der Mischung ist vielleicht noch gar nicht so bekannt. Vermute ich mal aus dem Grund, weil es in der Vergangenheit auch die KfW viele Sachen nicht so zugelassen hat. Jetzt bin ich natürlich nicht, dass ich mich auf ganz dünnem Eis hier bewege, gerade mit den steigenden Temperaturen draußen. Aber ich meine, dass auch mit dem neuen Beiblatt auch bei der KfW diese Mischformen zulässig sind. Wenn man beim Gleichwertigkeitsnachweis ist, also es gibt halt die Möglichkeit dieses bildlichen Nachweis oder den rechnerischen. Genauso ist es zulässig, auf Herstellerkataloge zuzugreifen. Also es fällt dann unter rechnerischen Nachweis. Das heißt, wenn Hersteller Details veröffentlicht haben, dann kann ich da entsprechend auch drauf zugreifen. Das ist eine Sache gewesen, die hat die KfW in der Vergangenheit war nicht zulässig, das mit zu benutzen. Und in der Vergangenheit war es auch häufig so, meines Wissens, was so zurückgespült wurde von unseren Kunden, dass sobald ich also ein Detail nicht hatte oder nicht im Beiblatt abbildbar war und ich musste rechnen, dass ich dann alles rechnen musste. Und das ist als heute nicht mehr der Fall. Also ich glaube, da gibt es einfach einen größeren Spielraum an Möglichkeiten mit dem Thema Wärmebrücken. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, zum einen besseren Effizienzhausstandard zu erreichen und da einfach auch eine größere Flexibilität auch zu haben. Ja, ich denke, Ihnen als Zuhörer ist durchaus bewusst, dass wir Ihnen natürlich die Informationen, die wir so machen, nach bestem Wissen und Gewissen aufbereiten, aber wir natürlich jetzt nicht für KfW oder sonstige Sachen sprechen, ne? Also deswegen, ja, jetzt bitte dann nicht irgendwie sagen, da wurde aber gesagt, dass das so und so geht. Also Frau wir Wind versuchen hat das gesagt. einfach verständlich aufzubereiten. Zum Thema der Gleichwertigkeitsnachweise ist ja, das kommt teilweise sogar bis zu mir. Wie sieht es denn da mit den Kategorien aus? Da sind ja auch zwei neu gekommen, oder mehrere sogar. Da wird oft nach A und B gefragt. Kannst du die auch nochmal beschreiben? Genau, das ist also auch eine weitere Neuerung im Beiblatt, dass wir jetzt nehmen, dass wir eine Vielzahl mehr an Details drin haben, dass wir quasi dass eine energetische Qualität eingeführt wurde für Wärmebrücken und die sind die Einteilung A und B. Es gibt also A ist so, es gibt die einen, die sagen, A ist gleich alt. Wobei ich glaube, das könnte man eher darauf beziehen, also wenn man alle Details, die man im Gebäude hat, Nachweis nach Kategorie A, dann kann ich den Wärmebrückenzuschlag von 0,05 ansetzen. Wie gehabt, auch nach dem alten Beiblatt. Also vielleicht ist das so die Krücke zum Bereich A gleich alt. B hat dann die Konvention B gleich besser. Das heißt, wenn alle Details ich nach B nachweisen kann, dann kann ich statt 0,05 auch 0,03 als Zuschlag, als verminderten Zuschlag ansetzen. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, das auch miteinander zu mischen. Also, dass man vielleicht erstmal tatsächlich merken kann, so vielleicht A alt und B besser oder A alter Faktor, alt gleich neu, aber schlechterer Faktor 0,05 Interessant und ist, vor 2 Wochen hatten wir ja auch ein Thema, nämlich hydraulischer Abgleich. Da gibt es ja auch A und B. War es B. aber A bei mir immer wie abschätzen und B wie ein bisschen genauer. Vielleicht passt das ja auch. Wäre auch so, aber dann würde es ja da auch passen, dass B besser ist. Also kann man sich natürlich, ist ja eigentlich ganz praktisch, dass man sich bei beiden Punkten merken kann, dass B immer das Bessere ist. Das könnte man sich ja damit könnte ich mir das jetzt beim hydraulischen Abgleich, auch wenn es jetzt hier auch das Thema ist, auch besser merken, wenn mich der Okay, also nächste wir dann. haben auf jeden Fall genügend Eselsbrücken gebaut. Der Rest muss Ja, jeder selber entscheiden. genau. Sind nicht meine, die habe ich auch nur entnommen an Hören euch. sagen, ja. Ja, genau. Ich habe gehört das. Insofern, aber auch diese Kategorien kann man dann mischen, weil es kann natürlich auch sein, dass man nicht bei einem Gebäude überall nach B nachweisen kann, sondern dass man vielleicht auch das ein oder andere Detail dann nach A hat. Dann gibt es auch, aber das würde jetzt auch, denke ich, im Rahmen unseres Cafés etwas zu weit führen. Es gibt da bestimmte Berechnungsmöglichkeiten, wie man das kumuliert miteinander rechnen kann, wenn man solche Mischformen hat oder auch wenn gerechnet wurde. Und diese Möglichkeiten gibt es im Rahmen bei der Norm, also bei der 1408, wie aber auch bei der KfW selber auch. Also auch da finden Sie entsprechende Blätter, wo man das entsprechend mitmischen kann. Ne? Und das ist genau, das passt da, glaube ich, ganz gut. Okay. Das hatte ich eben schon mal gesagt, ein ne? Bildlicher und rechnerischer Gleichwertigkeitsnachweis. Ja, bislang sind unsere Zuhörer und Schauer auch noch recht zurückhaltend, was Fragen angeht. Also nochmal auch mündlich der Hinweis, ne? Legen Sie ruhig los. Ich versuche das einzubauen. Die Frau Winn hat ja dann den Redeanteil, beziehungsweise Katharina. Also in der Zeit versuche ich immer so ein bisschen zu lesen. Die anderen haben schon eine Antwort von mir bekommen.
wenn was ist, also ruhig, schießen Sie los, ich versuche das einzubauen. Vielleicht was zu dem Bild, was Sie damit eingefügt haben, einfach mal so darzustellen. Das eine zeigt halt eine berechnete Wärmebrücke, man versucht das ungefähr dasselbe Detail zu nehmen. Also wenn ich es gerechnet habe, da kriege ich natürlich auch ein bisschen mehr Informationen raus und es kann genauer sein. Und das andere Bild, vielleicht kommt es ein bisschen schlechter raus, also wir müssen sonst das Bild ein bisschen größer machen, wie das entsprechend dann aussehen würde. Ich habe also ein Detail aus dem Beiblatt und müsste im Prinzip dann nachweisen oder kann anhand dieses Bildes dann angeben, was habe ich jetzt bei meinem Detail entsprechend, bewege ich mich innerhalb dieses Nachweises mit den entsprechenden Angaben und kann damit entsprechend sagen, die Gleichwertigkeit ist erfüllt. Das sollten wir diese beiden Bilder mal hier an der Stelle mit darstellen. Deshalb habe ich es mal mit aufgeführt. Also bildliche Gleichwertigkeit fällt jetzt aber in keine Kategorie. Also die Zuhörer merken, ich bin da jetzt ein bisschen der Laie oder wo muss man das jetzt einsortieren? Der bildliche Nachweis ist unabhängig der Kategorie. Das heißt, ich könnte jetzt auch alle Details, wenn ich jetzt alles nach B, also besser habe und meine Details, also gerade im Holzbau, sagen die ganzen Holzbaudetails sind alle Kategorie B. Wo ich dann da Leichtbauweise bin, die mir natürlich, die ich dann genauso nachweisen kann. Also ich habe also diese Bilder und dann stehen meistens immer von bis, was das Mauerwerk betrifft, was die Dämmung betrifft. Und wenn ich dann sagen kann, dass meine Details als Konstruktionsempfehlung auch so ausgeführt werden, dann kann ich da entsprechend dann einen Haken dran machen und sagen, die Gleichwertigkeit ist gegeben. Und das ist damit dann umsetzbar. Und wie gesagt, ich kann es halt mischen. Ich habe also einmal den bildlichen Nachweis und vielleicht muss ich mal für ein Detail rechnen und habe dann den Psi-Wert. Was vielleicht noch ergänzend dazu ist, dass wenn Sie Details haben im Beiblatt, dann kann ich ja einen Gleichwertigkeitsnachweis, das auch bildlich führen oder halt, wenn ich sage, rechnerisch über den Psi-Wert. Das heißt, jedes Detail, was im Beiblatt hinterlegt ist, hat auch einen Psi-Wert. Und wenn ich jetzt rechnen würde, würde ich einen Abgleich machen. Mein Psi-Wert ist kleiner gleich wie im Beiblatt. Und wenn man jetzt so einen bildlichen Nachweis macht und der ist erfüllt, dann ist es unabhängig davon, dass wenn ich dasselbe Detail, wie es im Beiblatt ist, und ich würde das rechnen und mein Wert ist dann aber liegt drüber, wäre also, wenn man das nach dem Psi-Wert nachweisen würde, nicht erfüllt, dass das unerheblich ist. Also wenn das der Konstrukt, dass der bildliche Gleichwertigkeitsnachweis gegeben ist oder die bildliche Nachweis, dann ist es egal, dass wenn ich das jetzt rechnen würde, der Psi-Wert vielleicht drüber ausfallen würde. Also für den Nachweis, für die Realität nicht. Für den Nachweis, genau. Okay. Also das sollte ja sauber ausgeführt sein und wenn das jetzt da richtig ausgeführt wird, geht ja auch da dann meistens, das ist natürlich noch ein anderer Punkt, es geht natürlich nicht nur um das schön Rechnen und Darstellen, sondern es sollte natürlich nach Möglichkeit auch so umgesetzt werden nachher auf der. Ja, das heißt, auf dieser Folie hattest du quasi links die berechnete Wärmebrücke und rechts in diesem bildlichen. Aber dann macht es doch wahrscheinlich am ersten Sinn, erst bildlich zu vergleichen, dann zu rechnen, oder würde ich jetzt so? Wäre eine Möglichkeit, also vielleicht auch in der Vorplanung, dass man halt erstmal bildlich nachweist, wo komme ich überhaupt hin, was habe ich so geplant, welchen Faktor könnte ich ansetzen. Und wenn ich das so meistens mehr in die finale Planung geht des Gebäudes, in die Umsetzung, dass man dann erst rechnet. Weil ich habe natürlich nichts davon, wenn ich jetzt schon viel rechne und nachher kommt doch alles anders, dass man, glaube ich, mit so einer groben Vorplanung mit dem Gleichwertigkeitsnachweis im ersten Schritt schon mal ganz gut bedient ist. Also es hat natürlich immer was damit zu tun, wo Sie jetzt planen. Aber ich glaube, es gibt schon mal eine ganz gute Orientierung an der, wo das Gebäude, wo komme ich damit eigentlich hin? Okay, wir haben den ersten Rechenfuchs auch schon entdeckt im Chat. Da wird nämlich gerade die Frage gestellt zum Thema der ungestörten U-Werte, die du da eingetragen hast. Wie ermittelst du da die Länge? Kannst du das beantworten oder ist das zu tief gehen? Die Längenangaben, das heißt, ab wo ich diesen ungestörten U-Wert ansetze, also wenn man jetzt sieht, U2 wird ja beispielsweise, wenn wir unten anfangen, von Adiabat bis außen gerechnet. Das ist also bei diesem Detail im Prinzip so vorgegeben, U1 und U2, das ist einmal geht es gegen Erdreich und einmal gegen Außenluft. Damit geben sich also jetzt bei diesem Detail schon mal die Grenzen. Ansonsten findet man aber auch die Längen, wo ich das entsprechend betrachte, zum einen im Beiblatt selber und was vielleicht auch da wichtig ist, zum anderen die in der 18599 gibt es eine so eine Art Querschnittszeichnung zum Gebäude und auch in Flächen eine Schnitt- und eine Grundrissanzeige, wo man so ein bisschen sich letztendlich ablesen kann, von wo nach wo wird nachher der ungestörte U-Wert angesetzt.
Also von wo nach wo muss ich ihn setzen? Dazu kommt dann immer noch die Regel, mindestens 1 Meter oder dreifache Bauteilstärke. Also das sind so zwei Ansatzregeln, mit denen man sich dann, wenn man vorhat zu rechnen, auseinandersetzen sollte. Also das ist schon wichtig und nicht unerheblich, weil wenn ich da was ganz anderes eintrage, als es eigentlich sollte, kommt natürlich auch was anderes als Ergebnis raus. Und da wir ja eigentlich auf Produktwerbung da verzichten, das aber jetzt schon zweimal gefragt wurde, also das eine, was wir haben, ist Hotterm, das vergleicht er auf dem Katalogbasis und Cterm, das rechnet, ne? Nur als Richtig. Hinweis. Das soll es aber auch dazu sein. So, dann hattest du hier noch was aufgeschrieben zum Bereich der konstruktive Grundprinzip und Wärmedurchlusswiderstand. Genau, Was das meinst war jetzt eigentlich, habe ich es eben, glaube ich, schon mal erwähnt, dass man das ja miteinander auch mischen kann. Was man da jetzt sieht, ist ein Ausschnitt aus dem Beiblatt für die Auflistung nachher der Berechnungen der Wärmebrücken, wo man also sieht, für den Gleichwirkungsnachweis, ich kann es einmal bildlich erfolgen über das konstruktive Grundprinzip oder über den Wärmedurchlasswiderstand bei ja, der jeweiligen Schicht oder halt rechnerisch. Das heißt, das ist also schon mal so Hinblick dessen als Liste, wo ich sehen kann, wie ich auch diese verschiedenen Nachweise miteinander mischen kann. Okay. Ja gut, dann passt es ja. Noch ein bisschen auf die Zeit gucken. Genau, weil hier hast du besser einen Blick als ich. Ich habe nämlich keine Uhr hier. Super Vorbereitung. Nein, natürlich habe ich nicht im Blick. Kriegen wir hin. Bauelemente-Ersatzsystem, bezogen auf welche Frage war das? Die habe ich jetzt nicht mir notiert. Und zwar gibt es im neuen, andersrum, es gibt letztendlich das Thema Bauelemente, also alles, also Fenster, Türen, Dachfenster, Dachluken. Fällt unter den Begriff der Bauelemente. Und die will ich auch im Prinzip rechnen und auch berücksichtigen. Und im alten Beiblatt, wie auch im jetzigen, gibt es für die Fenster so eine Art Ersatzsystem, damit ich also diese Fenster nicht detailliert mit den entsprechenden Profilen alle eingeben und rechnen muss. Im neuen Beiblatt ist es so, also das Ersatzsystem gibt es nach wie vor. Und natürlich kann ich auch ein Fenster wieder über diesen bildlichen Nachweis führen. Wenn ich jetzt aber doch mal ein Fenster rechnen wollte oder müsste, dann steht mir zum einen dieses Ersatzsystem zur Verfügung. Da ist es aber so, dass da immer noch mal ein Zuschlag drauf gerechnet wird. Das heißt, wenn ich so ein Detail rechne wie hier, beziehungsweise jedes Fenster hat zwei Referenz- oder zwei Psi-Werte. Und zwar einen Psi-Wert wenn ich mit dem Ersatzsystem rechne und einen Psi-Wert, den ich einhalten muss, wenn ich detailliert rechne. Und wenn ich dieses Ersatzsystem nutze, dann habe ich da immer noch einen Zuschlag, der auf meinen gerechneten Wert mit dem Ersatzsystem aufgeschlagen wird. Das heißt, ich habe meinen errechneten Psi-Wert und aus der Differenz von dem Psi-Wert über das Ersatzsystem und detailliert, das wird mir dann auf meinen errechneten Wert nochmal aufgeschlagen. Und das kann natürlich dazu führen, dass ich einfach dann auch den Wert nicht einhalte. Und dafür gibt es halt auch die Möglichkeit, detailliert mit den Fensterprofilen zu rechnen. Das ist der Vorteil, oder die Möglichkeit, die ich habe, wenn ich Fenster rechnen möchte oder muss. Ich glaube, das habe ich auf der nächsten Folie einmal dargestellt. Genau, na, hier sieht man das beispielsweise. Hier wird dann, wenn ich also detailliert rechne, dann wird keine Korrektur vorgenommen. Und ist leider nicht vom Zoom war jetzt nicht so ganz einfach, aber Sie sehen da schon, dass dort entsprechend dann die Profile, die Kammerprofile zum Fenster mit angegeben sind, so dass ich damit dann auch detailliert mein Fenster rechnen kann. Das ist also eine wesentliche Neuerung auch mit dem neuen Beiblatt. Ja, okay. Ja, das ist immer gut zu wissen. Vor allem, was neu ist, ja, das neue Beiblatt heißt immer 2019 kam das, ne? Genau, 9 ist jetzt auch schon wieder fast 2 Jahre alt, aber ja. Ja, gut, wie das mit Normen immer so ist. Also 2 Jahre ist schon im Normenwesen schon noch neu. Genau. Genau, und damit, also viele Fragen kamen zu dem Thema nicht, außer ein paar Produktfragen, die, wie gesagt, die habe ich ein bisschen hinten angestellt, die beantworten wir dann schriftlich oder einfach im Nachgang, wie gesagt, vertrieb@hotgenrot.de gerne mal kurz was hinschreiben, dann beantworten wir das auch da. Aber damit wir jetzt nicht zu sehr über die Produkte selbst reden, sondern über das Thema und die Fragen, die dazu kommen, bitte ich einfach zu berücksichtigen, dass wir da jetzt nicht alles beantworten. Gut.
Sommerlicher Wärmeschutz ist natürlich ein Thema, was in die gleiche Kerbe schlägt. Nämlich letztendlich, wir versuchen natürlich zu optimieren und im Endeffekt, es geht ja immer, wie der Titel schon sagt, jetzt nicht unbedingt so sehr ums Heizen. Natürlich, irgendwie Wärmebrücken, es wird ja immer irgendwie Energie von energiereich zu energieschwach geleitet und da kommt es natürlich auf die Situation drauf an. Aber wir merken natürlich insgesamt auch, dass in der Gebäudeplanung und die sicherlich auch, der Fokus bei dem Thema Kühlung gefühlt viel, viel mehr kommt als, ich nenne es jetzt mal ominös früher. Einfach weil natürlich wir durch auch äußere Umstände merken, dass die Anforderungen an dieses Wesen eben mehr kommt. Das heißt, also wenn draußen 35, 40 Grad sind, dann gibt es eben schon den Behaglichkeitsanspruch, irgendwie in adäquate Temperaturen zu erzielen. Da rede ich jetzt nicht von 22 Grad oder sowas, aber eben einigermaßen erträglich. Dementsprechend wachsen dort die Behaglichkeitsanforderungen. Und das Thema sommerlicher Wärmeschutz gibt es ja eigentlich schon sehr, sehr lange. Aber dadurch, dass es auch hier komischerweise wie gefühlt mittlerweile in allen Normen zwei Verfahren gibt, kriegen wir immer viele Fragen dazu. Deswegen haben wir gedacht, nehmen wir das mit und vor allen Dingen, weil es dann zu dem Bereich Kühlast, wo ich eigentlich in der Realität oft mit konfrontiert bin, also mit Ihnen als Planern dann, allerdings im Verhältnis zu anderen Fragen wie Heizlast oder so sehr, sehr wenig Anfragen kriege, was mich immer wieder wundert. Deswegen dachten wir halt, dass sommerlicher Wärmeschutz da gut mit reinpasst, zumal es auch die Verfahren eigentlich so ein bisschen annähert, wie man nachher auch zu Kühlast überleiten kann. Ne? Und da ist es so, sommerlicher Wärmeschutz schult ihr ja auch schon sehr, sehr lange. Ja? Wie sieht es da aus mit den zwei Verfahren quasi? Ja, wir haben zwei Verfahren. Vielleicht vorweg kann man schon mal ein bisschen sagen, also es passt dann doch ganz gut auch mit den Wärmebrücken, wo es im Wärmeschutz geht. Ich habe vorhin gesagt, wir haben ja da zwei energetische Qualitäten bei den Wärmebrücken. Qualität einmal A und B, wo ich schon immer gesagt habe, dass ein großen Teil der Details aus der Kategorie B sind im Holzbau, also Leichtbauweise. Und das kollidiert natürlich zum Teil auch schon mal etwas mit dem sommerlichen Wärmeschutz von den Verfahren. Wenn ich also leichte Bauweise habe, habe ich natürlich auch nicht viel Speicherfähigkeit, wenn es um den sommerlichen Wärmeschutz geht. Und da ist es letztendlich unerheblich, auch das geht, spiegelt sich auch in beiden Verfahren rein. Was sind so diese beiden Verfahren, die wir haben? Wir haben einmal das im sommerlichen Wärmeschutz, das Sonneneintragskennwertverfahren und die Simulation. Da komme ich aber gleich nochmal hin, weil ich habe, glaube ich, die Folien genau in der anderen Reihenfolge. Weil genauso die Anforderungen, die wir haben an die Wärmebrücken, gibt es auch Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz. Und den sommerlichen Wärmeschutz, den gab es vorher auch schon in der NF. Da war er aber im Prinzip immer unter noch einer, unter den allgemeinen Anforderungen mit angegliedert. Im GEG gibt es tatsächlich, ist das so ein bisschen mehr hervorgehoben, dass wir dafür auch einen eigenen Paragraphen haben, nämlich Paragraph 14. Unterschiedliche Punkte, je nachdem, um welchem, ob es jetzt bei Wohngebäude oder Nichtwohngebäude geht, welcher Punkt dann zum Teil dann zutrifft. Aber das bringt auch so ein bisschen mehr das nachher vor, dass wir uns mit dem Thema sommerlichen Wärmeschutz beschäftigen müssen. Einmal auch auf gesetzlicher Seite, neben dem, was wir eben, was du ja schon gesagt hast, von den Behaglichkeitsanforderungen, die wir haben. Also das wird entsprechend wichtiger. Da hat sich ansonsten nichts geändert, dass wir bei neu zu errichtenden Gebäuden sommerlichen Wärmeschutz führen müssen. Und bei bestehenden Gebäuden, die haben natürlich zum Teil Bestandsschutz, aber wenn wir Erweiterung oder Ausbau haben, gilt das natürlich auch in den Bereichen. Und das ist dann für Wohnen wie Nichtwohngebäude gleichermaßen zu betrachten. Und ich denke, halte es auch für sinnvoll. Also gerade wenn wir beim Dachausbau sind, ist ja viel jetzt gerade immer Diskussionen, Wohnraum, Erweiterung und man will nicht weiter versiegeln, können wir in die Höhe. Da ist natürlich so ein Ausbaudachgeschoss auch schnell mal im Gespräch, sofern es die Bauordnungen dann zulassen. Und da sollte man sich natürlich mit dem Thema sommerlichen Wärmeschutz erst recht mit auseinandersetzen. Macht auf jeden Fall Sinn. Also ich kann immer nur sagen, ich habe 2016 gebaut in einem recht kleinen Neubaugebiet und ich bin irgendwie aktuell der Einzige in der Nachbarschaft. Man kennt ja diese Nachbarschaftseffekte, ne, dass man sagt, wenn einer PV baut, dann bauen die anderen auch. Das ist ja bei anderen Bereichen auch nicht. Ich bin momentan der Einzige, der nur ankühlt, also keine aktive Kühlung wirklich hat und das aber vorher ein bisschen berücksichtigt hat und ein bisschen Neid erzielt, weil er eben auch in Hochsommern irgendwie nur 28 Grad oder so drin hat, ohne Tauwasser, muss man noch dazu sagen. Und also ja, ist auf jeden Fall
enormer Komfortgewinn. Also deswegen, also planerisch ja sowieso irgendwie ein Thema mit Behaglichkeit und so, das, ob man das so wichtiger bezeichnet oder nicht als vorher, sei jetzt mal dahingestellt, aber ist auf jeden Fall eher immer ein Aspekt, weil es geht ja um den Menschen im Haus letztendlich. Also deswegen, das Thema wollten wir deswegen auf gar keinen Fall aussparen. Diese ja unzumutbaren Temperaturen, wie du es genannt hast, ja, ist immer die Frage, was jetzt zumutbar ist und was nicht, aber das regeln ja unter Umständen oder beschreiben dann ja auch Normen. Das würde ich mal überspringen, glaube ich, ne? Dass du zu dieser Unterscheidung kommst, der zwei Verfahren. Genau, eben schon mal angekündigt, wir haben diese beiden Möglichkeiten. Also das eine nennt sich als Verfahren einmal die Begrenzung über das Sonneneintragskennwertverfahren. Und wir haben einmal das Verfahren über die Übertemperaturstunden. Das sind also zwei Verfahren, die wir im Rahmen der 4108 haben. Und wie gesagt, bei beiden spielt auch das Thema nachher Speicherfähigkeit entweder als Faktor oder als Berechnungsgrundlage mit rein. Für die Gebäude, wofür man keinen Nachweis kann, lasse ich jetzt mal eben raus an der Stelle, weil ich denke, wie gesagt, weil es eben doch mittlerweile einen eigenen Punkt hat, auch im GEG, sollte man sich mit dem Thema mal mit auseinandersetzen. Letztendlich kann man einen Großteil mit dem Sonneneintragskennwertverfahren bestimmt auch rechnen und kommt damit ein ganz, oder ist das vielleicht auch ausreichend? Sie sehen aber, es gibt so ein paar Gebäude oder Raumbereiche, wo, oder wenn ich solche Räume habe, dass das so ein Eintragskennwertverfahren an der Stelle dann nicht mehr zulässig ist, sodass ich dann doch auch über die Übertemperaturstunden simulieren müsste. Und weil du es eben auch angesprochen hast, das Thema Kühlung, jetzt habt ihr wahrscheinlich eine passive Kühlung, ist das ja eher dann dem zuzuordnen, das haben wir auch. Aber ich habe auch mitgekriegt, dass so gerade im Ein- bis Zweifamilienhausbereich, so Fertighaus, geht auch das Thema Kühlung, spielt immer eine größere Rolle. Und dann ist das Thema sommerliche Wärmeschutz nochmal wichtiger, weil wir dann eigentlich auch simulieren müssen. Das heißt, sobald wir eine Kühlung haben, kann ich es nicht mehr vereinfacht über das Sonneneintragskennwertverfahren abbilden. Sondern das heißt, dann muss simuliert werden. Und das kann mir natürlich dann auch nochmal helfen, um bestimmte Kühlleistungen nachher, das kommst du wahrscheinlich in deinem Vortrag auch nochmal dazu, was das nachher auch entsprechend ausmacht oder wie sich das nachher auch rechnet, wenn ich einfach bei der Kühlleistung nachher auch ein bisschen einsparen kann oder versuchen kann, es zu reduzieren oder alternative Möglichkeiten auch zu finden. Also ähnlich wie es jetzt bei Energienachweisen ist, wo man sagt, okay, wenn eine Kühlung vorhanden ist oder geplant wird, dann rechne ich nach 18.590. Gibt es da eben die Vorgaben, dass wenn man mit Kühlung berücksichtigen will, dann über das neuere Verfahren, also diese 8.4, was du jetzt immer Simulationsverfahren nennst, arbeitet. Genau, das ist im Prinzip dann diese Simulation. Das heißt, sobald ich kühle, gut, wenn es eine passive Kühlung ist, dann kann ich das auch nach dem Sonneneintragskennwertverfahren rechnen. Man wird aber auch sehen, mit diesem einfachen Prüfverfahren, dieses Sonneneintragskennwertverfahren ist eine relativ einfache Prüfung an Werten, die ich dort brauche für die Berechnung, dass wenn ich dann immer, wenn ich Gebäude habe, wo ich im Verhältnis zum Raum eine große Fensterfläche habe, dass ich dann auch nicht mehr unbedingt mit dem Sonneneintragskennwertverfahren weiterkomme. Das heißt dann häufig, dass dann im Prinzip dann steht, wäre jetzt nicht erfüllt. Also es kann durchaus sein, dass über ein Sonneneintragskennwertverfahren der sommerliche Wärmeschutz nicht erfüllt ist. Aber wenn ich dasselbe dann simuliere, ich durchaus entsprechend dann auch eine über die Übertemperaturstunden das Ganze doch erfüllt ist. Und es ist ja so, zu diesem sommerlichen Wärmeschutz, es geht ja nicht unbedingt darum, das gesamte Gebäude zu betrachten, sondern es geht, Sie müssen im Prinzip den kritischen Raum nehmen und sich quasi rauspicken, der so die meiste Nutzung hat oder ja, wo Sie sagen, da wäre das am meisten oder am wichtigsten, das Thema sommerliche Wärmeschutz, sei es im Wohngebäude, Aufenthaltsräume, vielleicht Schlafzimmer und in Nicht-Wohngebäude sind das die Büros. Da, wo die Menschen arbeiten, da muss ich ja gucken, dass ich dann bestimmte Temperaturen dann auch einhalte. Das Interessanteste ist eigentlich immer, wenn man so über Regelwerke spricht, dass als erstes immer die Frage nach den Ausnahmen kommt. Ich habe es ja auch gerade schon kurz. Ja, ich habe es gelesen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach zu beantworten. Vor allen Dingen nicht mit unserem persönlichen Rechtsverständnis. Das könnte ich persönlich nicht beantworten, weil die Frage so ein bisschen ist, gibt es eine Ausnahme für Autohäuser? Also schwierig. Ich würde mal sagen, es ist immer ein bisschen die Frage, wie man sich mit dem Kunden einigt. Denn letztendlich passé beschrieben sicherlich nicht.
ist halt die Frage, ob man sich da irgendwie mit dem Kunden anderweitig einig werden kann und darf. Das könnten wir Ihnen nicht beantworten. Also da müssten Sie sich anderweitig informieren. Aber komischerweise, nämlich, dass ich mich wirklich mal intensiv eine Zeit lang mit dem Thema Kühlers beschäftigt habe, also auch gerade als die Norm da neu gemacht wurde und das, da habe ich, ich glaube, von 10 Anfragen 4 für Autohäuser gehabt. Ich weiß nicht, was los ist, warum so viele Autohäuser, wo die alle herkommen. Aber gut, na Ja, die gut, hatten ist ein jetzt auch anderes in der Thema. Pandemie viel, durften auch weiter aufmachen. Das heißt, die Leute haben dann entweder Natürlich. ihr Auto in Häuser investiert oder in Sanierung, Ja, in Showrooms, ne? Viele Sanierungsfahrzeuge oder auch. Glasfassaden, klar, wird vielleicht was wärmer dahinter. Ja. Ich Ja. denke, da kann man sich natürlich auch so ein bisschen überlegen, das Thema Autohaus und Glasfassaden, da arbeiten ja letztendlich auch Menschen. Das heißt, ich muss ja auch dort das Thema Arbeitsschutz kommt da ja irgendwie auch nochmal mit rein. Und die Wohn-, die Arbeitsstättenrichtlinienverordnung. Und wenn man sich die nur mit ranzieht, dann muss ich natürlich auch gucken, dass da bestimmte Temperaturen nicht übersteigen werden, überstiegen werden. Die Ja. Dienstanweisungen, steigen Sie ins Auto, machen die Klimaanlage an. Ja, genau. Und Ja. ich möchte ja dort auch Menschen beraten. Insofern denke ich, ist dann die Konsequenz, ich muss da schon gucken, dass ich was tue. Vielleicht ist nachher die Konsequenz mit einer Kälteanlage oder eine Kühlung einzubauen. Aber dann wäre eigentlich auch, dass ich vorher einen sommerlichen Wärmeschutz führen müsste. Also ich glaube, so kann man das sich eigentlich damit dann auch schon mal beantworten. Okay. Nun hat das ja, ich sag mal, einen relativ charmanten Vorteil, wenn ich mit diesen alten Verfahren, nenne ich es jetzt mal, oder einfachen Verfahren, 8.3 oder so, ne, arbeite, weil ich gefühlt ja nicht ganz so viele Daten brauche, oder? Ja, ich brauche vielleicht nicht viele Daten, aber man könnte sagen, die meisten sind eigentlich ähnlich. Das heißt, wir brauchen, auch wenn wir eine Simulation nehmen oder so ein Eintragskennwertverfahren, wir brauchen die Fläche des Raumes. Das heißt, die muss ich wissen. Die brauche ich für die Simulation auch. Ich brauche auch die Anzahl der Fenster. Die brauchen wir. Und die Fenster brauchen wiederum einen Durchlassgrad. Wir brauchen den Faktor für den Sonnenschutz, auch für die Verschattung, um damit dann auch einen Gesamtdurchlassgrad haben zu können. Wir müssen wissen, wo das Gebäude steht, weil wir da mehr bestimmte Klimaregionen haben, die damit auch wieder Einfluss haben auf unser Ergebnis. Und wir müssen die Bauart, brauchen wir auch, also leicht, mittel oder schwere Bauart. Und jetzt geht es eher darum, wie komme ich an diese Werte? Jetzt kann ich natürlich bei dem Sonneneintragskennwertverfahren, man sieht es hier so ein bisschen relativ einfach, indem ich das so runtertippe, eintragen und kann mir dann einfach mal verschiedene Räume, die ich meine, die kritisch sind, mit aufführen. Da wir aber, jetzt kommt da so ein bisschen der Schwung dann vielleicht auch zum, bei uns zu der Erfassung, die wir mittlerweile sich auch merken bei unseren Kunden viel mit CRD auch erfasst wird, dann ist es gar kein Mehraufwand mehr. Also wenn ich natürlich klassisch jetzt tabellarisch vielleicht arbeite in meiner NF-Berechnung und nicht unbedingt mit dem CRD, dann klar müsste ich diese Daten erstmal noch eingeben oder irgendwie noch erstellen. Aber wenn wir ja schon so ein 3D-Modell haben, wo ja auch im Rahmen von BIM alles hingeht, ist es eigentlich kein Mehraufwand mehr, weil ich die Informationen ja schon habe. Das heißt, ich weiß, dann kann den Raum noch abgrenzen. Das Mehr, was ich brauche, ist für die Speicherfähigkeit der Bauteile, dass ich jetzt nicht nur einfach sagen kann, leicht, mittel, irgendwie schwer, sondern ich brauche den Schichtaufbau. Ich würde sagen, Also, das ist das Mehr, was ich wenn brauche. ich jetzt zu dir kommen würde als Planer und frage, ich habe da ein Projekt, ich weiß nicht genau, wie ich hinkomme, würdest du dann sagen, schauen Sie sich beide Verfahren an? Fangen wir erstmal mit dem älteren an, in Anführungszeichen, und schauen wir dann das neue an? Oder wie würdest du, was würdest du so aus dem Bauch raus sagen? Also bezogen jetzt aus dem Bauch heraus unserer Werkzeuge, da sind wir natürlich wieder softwareseitig, die wir anbieten, dann würde ich sagen, wir machen eine Simulation. Weil ich das Weil eigentlich es dann genau direkt der so einbinde. Ultimo-Weg ist. Ja gut, ich meine, grundsätzlich ist immer das Problem bei zwei Verfahren, was wir so haben. Wenn man kann beide anwenden. Ich versuche dann immer schon mit Empfehlungen zu arbeiten. Wenn das eine Verfahren natürlich für Sie jetzt nicht besonders aufwendig ist, dann würde ich natürlich schon empfehlen, schauen Sie es einfach erstmal an. Vielleicht passt es ja dann schon. Und wenn es nicht passt, kann ich mir auch noch detaillierter anschauen. Aber das ist natürlich Teil Ihrer Arbeitsplanung. Ne? Also da können wir dann auch immer nur so Empfehlungen geben oder wie es hinkommt. Aber es gibt ja auch Fälle, wo es gar nicht in Betracht kommt. Das ist ja vorhin schon aufgelistet. Also letztendlich ist ja auch so ein bisschen, welchen Mehrwert habe ich noch aus der Simulation? Also wenn man mal weglässt, wenn wir eben schon dabei waren, wann nach der Vermeidungsstrategie, dass ich immer gucke, dass ich gar nichts machen muss oder welche Ausnahmen gibt es, kann ich natürlich auch hier fungieren oder agieren. Aber ich kann natürlich auch sehen, welchen Mehrwert bekomme ich eigentlich noch raus. Das heißt, ich habe ja nachher nicht nur aus so einer Simulation im Rahmen der Normen die Übertemperaturstunden, weil die sind natürlich unterschiedlich, ob jetzt ein Wohngebäude oder ein Nicht-Wohngebäude ist.
Und das gibt mir an wie viele Stunden wird im Prinzip diese Temperatur, die wiederum Klimaregion abhängig ist, entsprechend überschritten. Und man kann es vielleicht jetzt nur so ein bisschen erkennen in der Grafik, die rechts neben diesem grünen Kästchen aufgezeigt wird. Das heißt, ich kann mir hier für den einzelnen Raum, auch auf den Tag bezogen oder wo ich sage, wo ist der wärmste Tag, auch sehen, welche Temperaturen stellen sich denn in den Räumlichkeiten ein. Und das kann natürlich für ein Wohngebäude interessant sein, auch wenn es natürlich so ein bisschen die Diskussion auch immer etwas schwierig ist, was ist die richtige Temperatur, weil jeder von uns weiß ja, dass Temperaturempfinden, eine Temperatur, die gekühlt wird auf 22 Grad, ist ein anderes Temperaturempfinden als eine, die geheizt wird auf 22 Grad und dass das immer ein bisschen schwierig ist. Aber gerade in dem Bereich Nichtwohngebäude, wo ich natürlich auch möchte, dass die Leute entsprechend auch gut arbeiten, ein Arbeitsklima haben, auch temperaturtechnisch, kann es natürlich schon entscheidend sein, wie können die weiteren Maßnahmen aussehen. Und das führt sich natürlich auch wieder baulich zurück, welche Möglichkeiten ergeben sich. Und dann würde ich, glaube ich, habe ich so ein bisschen mehr Flexibilität, wenn man simuliert. Aber wie gesagt, wie du sagst, natürlich kann ich mal im ersten Schritt einfach das Ganze betrachten. Aber man sollte es vielleicht gar nicht als Muss ansehen, sondern vielleicht auch als Chance und als Möglichkeit, was ich mir da eventuell noch mit rausziehen kann, die jetzt nicht nur in der Beratung, sondern vielleicht auch gestalterisch beim Gebäude wiederum mit eine Rolle spielen können. Ja, das ist ja sowieso immer so ein bisschen die Frage. Also natürlich aktuell wird meistens nicht über Auftragsmangel geklagt. Das heißt, es geht natürlich eher um Geschwindigkeit, die Sachen abzuarbeiten. Aber ist immer die Frage auch, in welcher Phase man sich findet. Ob dann diese Muss-Frage kommt, was muss ich jetzt tun? Ich habe den Auftrag schon oder bin ich jetzt noch in der Beratung im Sinne von Auftragsanbahnung? Muss man natürlich immer unterscheiden. Aber ich glaube, es ist gut zu wissen, dass es einfach diese verschiedenen Möglichkeiten gibt, unabhängig der Werkzeuge. Wenn man es vergleicht mit dem Thema Wärmebrücken, ich mache erstmal einen vereinfachten Überschlag über die einfachen Konstruktionen, da ich sage, okay, die entsprechen dem Beiblatt, wie hier auch mit dem Sonneneintragskennwertverfahren. Und wenn man in der nächsten Phase ist, das genauer zu betrachten, ist das bestimmt auch ein sinnvoller Weg, den man gehen kann. Also gesagt, man muss da keine Angst, glaube ich, vorhaben von dem Thema Simulation als um Gottes Willen, als wäre das etwas ein Buch mit 7 Siegeln oder eine große Blackbox. Ja, aber ich finde das Wort Übertemperaturgradstunden auch wieder schön kurz. Ja, das ist, also sind zumindest lange Wörter, aber ohne diese Abkürzung, also im Rahmen von GEG und BEG, da muss man immer gucken mit der Betonung, das habe ich jetzt häufig am Telefon gehabt mit Kunden, worüber reden wir gerade, über das GEG oder das BEG, weil sich das so ähnlich anhört. Ja, das stimmt. Nee, aber es geht aber in beiden Verfahren immer um den kritischsten Raum. Es geht immer den kritischen Raum, wobei die Norm da jetzt auch nicht vorgibt, was ist jetzt eigentlich der kritische Raum? Also letztendlich muss ich das selber heraus oder für mich definieren, was ist der kritische Raum. Denke, das ergibt sich aber auch nur, was sind so Aufenthaltsräume im Gebäude. Wenn man jetzt hier mal sieht, das Dachgeschoss mit vier Außenflächen ist natürlich könnte wichtig sein, das zu betrachten, ob das jetzt auch im Mehrfamilienhausbereich ist oder ob ich mir halt den Aufenthaltsraum, sei es das Schlafzimmer oder die Kinderzimmer vornehme oder halt in einem Bürogebäude die entsprechenden Arbeitsräume. Da macht es natürlich keinen Sinn, Räume zu nehmen, die eh wenig frequentiert werden, um diese dann zu betrachten, sagen, ach wunderbar, ist erfüllt oder halt um Gottes Willen nicht erfüllt, weil das da sollte es ja entsprechend drauf ankommen, weil das sind ja dann auch da die Ersten, die sich dann eventuell beschweren, dass sie entweder nicht arbeiten können oder nicht schlafen oder wohnen können in ihren Räumlichkeiten. Was ich mich gerade frage, was ich aber wirklich nicht selber nicht weiß, nur bei anderen Normen, ist es denn bezogen dann wirklich immer auf ein Gebäude oder gibt es doch da so, ich sag mal, Wohneinheitenbetrachtung oder sowas? Oder reicht es, wenn ich jetzt für einen kritischen Raum des Gebäudes im Mehrfamilienhaus das mache? Weißt du das? Also da gibt es keine, meines Wissens keine weitere Abgrenzung Richtung Wohneinheiten, wie man das jetzt beim Lüftungskonzept beispielsweise hat, sondern tatsächlich für das Gebäude. Es macht natürlich Sinn, wenn man sich das Gebäude betrachtet, dass man einfach bestimmte Ausrichtungen des Gebäudes vielleicht nimmt. Und beim Sonneneintragskennwertverfahren spielt es jetzt auch keine Rolle, in welcher Höhe diese Wohnung jetzt liegt. Insofern kann ich auch die Erdgeschoss, also es ist wurscht, wo es liegt. Wenn ich natürlich in der Simulation bin, dann kann es natürlich interessant sein, dass ich bestimmte Räume, die ich betrachten will, über alle Etagen mir ansehe, um dann zu sehen, dass vielleicht in den unteren Etagen ich gar keine Probleme habe, aber vielleicht in den oberliegenden Etagen genau in denselben Räumlichkeiten. Das hat natürlich dann den charmanten Vorteil, das so zu betrachten. Aber ansonsten gibt es jetzt da keine Einschränkung oder nochmal eine weitere Differenzierung, außer
Beim Nichtwohngebäude, da ist es so, dass ich das für jede Zone nachweisen muss. Da gibt es das dann schon. Jede Zone, okay. Ja gut, das ist immer, ja, da ist immer ein bisschen schwierig, das in Normen auseinanderzuhalten, wo jetzt, ich sag mal, Zonen, wo dann Wohneinheiten oder Nutzungseinheiten, egal. Ja, gut, da kommst du ja gleich auch nochmal dazu. Ja, da komme ich auch mal durcheinander irgendwann. Das ist vielleicht einfach nochmal genau aufgelistet mit dem kritischen Raum, was ich brauche, was ich eben schon mal gesagt habe, wir brauchen also Quadratmeter, wir brauchen Fenster, wir brauchen Durchlassgrad der Verglasung, Sonnenschutz, Verschattung, Klimaregion und Bauart, und das habe ich im Prinzip in beiden Verfahren, die ich an Angaben, die ich benötige für die Betrachtung. Okay, ja, ich denke, dann passt das soweit. Ein paar Fragen hatte ich jetzt schriftlich beantwortet, haben wir die zwischendurch gekommen sind. Dementsprechend würde ich sagen, im sommerlichen Wärmeschutz, wenn da keine Fragen so weiter mehr kommen, wie gesagt, ansonsten bauen wir die mal so ein bisschen ein oder beantworten die dann schriftlich. Dann gehen wir langsam in den Bereich der eigentlichen Kühlung. Das ist fast eine Überleitung zu dir, wenn es dann Kühlung doch sein muss. Genau, wenn ich doch den Nachweis nicht ohne Kühlung hinkriege, was mache ich? Genau, passt doch. Also ja, genau, das Thema habe ich mir so ein bisschen aufbereitet oder für Sie ein bisschen versucht aufzubereiten. Ich hoffe, da können Sie auch was von mitnehmen. Und wie gesagt, die Fragen mit den Folien, die kommt immer, auch wenn ich es am Anfang sage, wird später natürlich die Aufzeichnung auf YouTube hochgeladen. Da können Sie es anschauen, separat Folien. Wir haben gar nicht Ihre Adressen alle, jetzt glaube ich hier, versenden wir nicht, also können Sie sich auf YouTube anschauen, immer mal wieder mit Ton oder machen den Ton dann aus, wenn Sie mich nicht hören mögen, ist auch okay. So, okay. Also erstmal grundsätzlich, was ich versuche auch immer bei den Themen wie Heizlast und Kühllastberechnung erstmal zu beschreiben, ist natürlich, dass es eine ganz stumpfe Lastberechnung im Endeffekt ist, ne? Also das muss einem einfach bewusst sein. Es geht erstmal um bauphysikalische Zusammenhänge. Das heißt, wo entstehen Lasten, wo müssen vielleicht bestimmte Energiemengen abgeführt werden, zugeführt werden, wie auch immer, damit eben ein bestimmter Zustand sich einstellt, der definiert ist, egal ob es nur behaglich heißt oder eine direkte Temperaturfolge hat, eine feuchte Folge hat oder was auch immer. Es soll halt ein bestimmter Zustand hergestellt werden. Und was halt früher oft der Fall war, ist, dass natürlich die, oder immer noch oft der Fall ist, dass natürlich diejenigen, die auch wirklich die Anlage umsetzen oder auch planen, sich spätestens mit diesem Thema beschäftigen sollten. Denn wenn ich natürlich eine Heizungsanlage plane und habe keine Heizlast berechnet, weiß ich nicht, ob sie passend ist, also über- oder unterdimensioniert. Sie wissen, in der Vergangenheit waren die meisten Geräte immer überdimensioniert, zumindest im Heizungsbereich. Das habe ich natürlich im Kühllastzweck genauso. Also ich habe mich auch gefragt, muss ich denn eigentlich eine Kühllast berechnen? In dem Moment, wo eine Anlage reinkommt, sollte irgendwer die Kühllast berechnet haben. Ansonsten könnte man Probleme bekommen, wenn man danach fragt, wie man dazu kommt. Also ist immer dieses Kann, ne? Wo kein Kläger, da kein Richter, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber grundsätzlich geht es darum, dass eben nicht nur gesagt wird, da ist eine Kühllast berechnet, sondern dass eben die Anlagentechnik dann auch dementsprechend richtig dimensioniert, aber auch richtig geregelt werden kann. Das ist auch ganz wichtig. Dementsprechend sollte man da mal berücksichtigen, aber ich habe auch gesagt, ich habe tatsächlich erstaunlich wenig Anfragen dafür. Im Verhältnis zur Heizlast mal gesprochen. Ne? Also zur Kühlung weniger Anfragen oder? Wirklich konkret, ich möchte eine detaillierte Kühllast berechnen, das höre ich sehr selten. Ist das denn, dass die einfach, würdest du vermuten, dass das dann einfach eingebaut wird, ohne dass man es vorher rechnet, dass das einfach so eine Dunkelziffer ist, um es mal so? Ich möchte mich wie du nicht aufs Glatteis begeben, dazu kann ich keine Angaben tätigen. Ich kann nur sagen, dass ich viel öfter die Aussage bekomme, ich möchte eine Heizlast rechnen, als ich möchte eine Kühllast berechnen. Ich kann verstehen, dass es so ist, alleine weil die Kühllast ein bisschen komplizierter scheint. Aber rein vom Logischen her, ne, ist der Trend mir noch nicht sehr schlüssig. Also aber nur der Hinweis, das scheint auch unter Umständen noch ein Bedarf zu sein, der irgendwo da ist. Weil auch hier gibt es neue Normen, in Anführungszeichen, seit 2015 wird nämlich auch hier ein Simulationsverfahren beschrieben. Das heißt, im Endeffekt bleiben wir immer dabei zu gucken, was brauchen wir eigentlich, um auf eine gewisse, ich nenne es jetzt einfach mal Temperatur vereinfacht zu kommen. Und was man zu Kühllast noch wissen sollte, die beruht, ähnlich wie jetzt das neue Verfahren, was du gerade vorgestellt hast beim sommerlichen Wärmeschutz, auf einem Rechenkern. Und der Rechenkern beschreibt so das interstationäre Rechenverhalten im Räumen, also welche Temperatur stellt sich ein mit Zu- und Abflüssen. Und das ist die VDI 6007. Die kennen, ich sag mal, detailliert die wenigsten, müssen auch nicht, weil es eigentlich mehr eine Art Rechenkern beschreibt. Und darauf baut dann eigentlich die Kühllastnorm auf, also die VDI 2078. Die macht dann, ich sag mal, bestimmte,
ich nenne es jetzt mal Vereinheitlichung, damit man aus diesen Freiheitsgraden einer Simulation rauskommt, damit man auch so vergleichbare Ergebnisse hat. Ne? Weil wenn ich natürlich verschiedene Ausgangszustände immer annehme, dann kriege ich auch nie irgendwie Ergebnisse raus, die überhaupt einigermaßen vergleichbar wären. Darum geht es nicht speziell, aber man hat natürlich in einer reinen Simulation sehr, sehr viele Möglichkeiten, Dinge einzustellen. Alleine, wenn Sie an Klimadaten denken. Ne? Da rechnen wir in Deutschland in vielen Normen immer mit so Testreferenzjahren vom Deutschen Wetterdienst. Ich kann aber auch weltweite nehmen. Ne? Das schreiben dann zum Beispiel Normen vor, so wie auch die VDI 2078 oder sommerlicher Wärmeschutz, die dann sagt, rechne mit dem und dem Testreferenzjahr aus Deutschland. Ne? Damit da überhaupt an gleichen Orten auch irgendwie gleiche Verhältnisse herrschen können. Also das ist einfach nur wichtig zu unterscheiden. Bei der 6007 ist es zum Beispiel auch so, das Programm, was wir dafür geschrieben haben, unabhängig davon, das ist natürlich danach validiert, aber es ist zum Beispiel auch so weit, dass wir auch die internationale ASHRAE-Bewertung damit validieren können. Also wir sind auch in der Lage, einfach mit anderen Klimadaten, was hatten wir, Erdbeerplantagen in Dubai zu berechnen oder so weit. Ne? Also da ist dann keine Grenze gesetzt, aber die VDI 2078 ist eigentlich eine rein deutsche Norm, die aber oft auch im Ausland verwendet wird, mangels Normen dort. Ne? Nur eben eigentlich auf deutsche Wetterdaten gemünzt. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wie ist das, und kannst was, du ja, kurz den Kosten gleich mal sagen? Du sagst so im Verhältnis, wenn ich eine Heizlast, also jetzt nicht, was es kostet als Rechnung, sondern wie teuer, also die Heizung gegenüber einer Kühlung. Also wenn ich eine Kühlung einsetze, ist es ja... Es ist immer so eine Verhältnisfrage natürlich, in absolut gesprochen kann man das noch nicht sagen, aber was man natürlich im Verhältnis so sagen kann, also was ich mal, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damals war das so ein Verhältnis, ist die Kühlenergie, die im Verhältnis schon 2 bis 3 Mal so teuer wie eine Heizenergie, die ich brauche, aber das hat verschiedene Gründe, deswegen würde ich jetzt nicht für bare Münze nehmen, aber im Verhältnis ist natürlich Kühlen schon recht energieintensiv und damit im Verhältnis auch teuer, ne? Weil man natürlich oft auch je nach Situation auch eher einen kurzfristigen Effekt erzielen möchte, in der Luftkühlung und sowas, Klimageräte und das, ne? Wenn wir an Hotels und sowas denken und da eben die passiven Kühlmöglichkeiten oder die Flächenkühlsysteme langsam weiter verbreiteter werden, dieses kontinuierliche Kühlen in den Fokus stellen quasi, aber aktuell ist natürlich viel noch über diese Peak-Kühlung auch geplant. Also deswegen, ich bin da vorsichtig, ne? Da muss sich jeder so ein bisschen seine eigene Meinung und je nach Objekt oder Themengebiet, wo ich mich bewege, verzeihen Sie mir, da kann ich jetzt nicht so eine absolute Aussage, es ist immer so machen. Deswegen, also ist aber schon im Verhältnis teurer zu sehen und damit eben auch ein Fokusthema schon, ne? Also was wir uns natürlich stellen müssen, gerade wenn es in unserer Region ein bisschen was wärmer werden sollte. Ne? Also aber wichtig, da auch noch zu wissen, also nicht nur wie gerechnet wird, sondern auch, dass die Daten, die wir da eben benötigen als Beispiel, auch zum Beispiel, was beim sommerlichen Wärmeschutz genauso ist, auch schon einen Schichtaufbau benötigen. Ne? Weil die meisten Berechnungen, die wir so 18,95 und sowas haben, da können wir zwar auch einen Schichtaufbau und das eingeben, aber eigentlich wird gerechnet nach einem MU-Wert. Ne? Wenn es um Kühlung und sowas geht und um Simulationen, dann geht es oft darum, eben auch zu wissen, wie viel Energie kann denn zum Beispiel mein Bauteil speichern. Dafür brauche ich die Schichten und die Wärmekapazitäten der Baustoffe oder Elemente, aus denen das Bauteil dann eben besteht. Also das ist auch nochmal der Unterschied. Das heißt, wenn ich natürlich das direkt berücksichtige, ist es nachher ein Abfallprodukt. Wenn nicht, muss ich es nachpflegen. Klar. Ne? Das ist eigentlich so der Sinn dabei und da auch unser Bestreben, versuchen, diese Verknüpfung irgendwie herzustellen, damit ich sag mal, die Normrechenkerne autark arbeiten können. Deswegen, also muss man keine Angst davor haben. Es wirkt komplizierter allein durch das Wort Simulation, aber im Endeffekt ist es gut anwendbar. Dazu würde ich aber dann auch direkt den Exkurs machen. Nämlich, ich werde es auch häufig gefragt, weil es gibt ja immer diese Begriffe, die wir gerade auch schon die ganze Zeit benutzen, wie Auslegung, wie Bilanzierung und wie Simulation, dass man das so ein bisschen für sich werten kann einfach. Das habe ich fast allen Vorträgen im Bereich Simulation immer mit drin. Einfach, damit das klar ist, worum es da geht. Im Bereich von einer Auslegung, als Beispiel die Heizlast habe ich da angeführt, da beschäftigen wir uns mit wenigen, manchmal auch nur mit einem konkreten Zeitpunkt. Heizlast zum Beispiel den schlechtesten, also wo es besonders im Schnitt kalt draußen war, damit ich weiß, welche maximale Energiemenge benötige ich zu diesem Zeitpunkt. Und dann kann ich alles durchfeuern, sage ich mal, durch die Leitung und den Rest muss dann die Regelungstechnik machen, wenn ich eben Fälle, die schwächer sind, dann abregeln möchte. Das heißt, es geht um den ominösen Lastpunkt oft.
ne? Also den Auslegungspunkt für bestimmte Systeme. Bei einer, also Heizlast gibt dann nachher einen Absolutwert an, im Normalfall. Bilanzierung gibt dann eben zum Beispiel meistens einen speziellen Vergleichszeitraum an, also zum Beispiel in der NF oder jetzt GEG, da weiß ich, wenn 895 oder 1148 damals mit diesen Heizgrenztagen oder sowas, 185 oder 210 oder sowas, ne, da wird also über ein bestimmtes definierten Zeitraum irgendwas gemacht. Das ist an sich kein Unterschied zur Simulation, weil es auch ein definierter Zeitraum ist, aber mit viel mehr Freiheitsgraden, meistens über ein sogenanntes Simulationsjahr. Unterschied wäre also, wenn ich eine Bilanzierung mache, geht es oft um Bewertungen und auch Vergleiche oder um eine Performance, eine schnelle Performance hoffentlich auch, damit ich eben Aussagen, Förderungen oder was auch immer kriege, tätigen, was auch immer kann. Ja, und bei der Gebäudesimulation, das kann man schon oft in den Bereich eher der Analyse und Bewertung reinschrauben, dass man sagt, da geht es auch viel dann um Beratung, ne, Stellschrauben zu finden und dann da kann ich auch noch optimieren. Ne. Und dann muss man sich eben überlegen, was sagen die Normen dazu kann und muss. Ne? Aber so kann man das so ganz gut für sich so ein bisschen abgliedern. Das heißt, ich habe hier so eine Jahresdauerlinie einfach hier aufgezeichnet aus Programm quasi, die schon mal ein bisschen über ein ganzes Jahr gerechnet haben. Die wissen, was damit gemeint ist. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Geht einfach nur darauf, dass die Auslegung halt wenige Zeitpunkte hat, die Bilanzierung ein bisschen mehr und die Simulation im Verhältnis meistens am meisten einfach. Ne? Mit verschiedenen Freiheitsgraden noch dazu. Also sich das immer wieder bewusst zu machen. Und darauf basierend auch, wenn ich natürlich jetzt stündlich rechne, also Raum grenzt gegen anderen mit einem Bauteil dazwischen, dann kann ich ja jede Stunde gucken, von wo nach wo fließt Energie und was speichert mein Bauteil in der Mitte, ne? Und gibt in die eine oder andere Richtung ab. Deswegen brauche ich da zum Beispiel Schichten. Und die ganz einfache, banale Erklärung von mir versucht so zu machen. Ne? Der Rechenkern an sich arbeitet dann nochmal ein ganz kleines bisschen anders, aber darauf kann ich wirklich nicht im Detail eingehen und das macht auch keinen Spaß, sich das anzulesen. Ist auch meistens nicht notwendig. Wir haben ja vielleicht einmal kurz bei Energieberatung, ist ja auch das, also gerade beim Thema Nichtwohngebäude ist das ja Thema Kühlung ausgeprägter als beim Wohngebäude. Jetzt haben wir da ja auch so eine Art Monats- oder nicht so eine Art, sondern auch so ein Monatsbilanzverfahren. Dagegen haben wir jetzt die Simulation oder die Kühllastberechnung. Wie kriege ich das jetzt so vernünftig zueinander? Ne, weil ich habe ja da auch eine Kühlung, die ich dort eingebe. Ich kriege ein Ergebnis raus. Wie passt das jetzt so zur Kühllast, also wo gehört es zusammen, wo sind da die Unterschiede, wo muss ich drauf achten? Oder warum muss ich trotzdem vielleicht noch eine Kühllastberechnung machen, um die richtige Anlage dann nachher zu finden? Und mit der 18599 bewerte ich das oder wie ist das am sinnvollsten zueinander zu bekommen? Am sinnvollsten auseinander zu bekommen. Na gut, ich sage jetzt mal, in der Norm 895 bin ich natürlich vor allen Dingen vertreten, um nachher irgendwas an Ergebnis rauszubekommen im Sinne von Endenergie, Primärenergie und so weiter für die Förderung und das. Das heißt, ich mache eine energetische Bewertung von einem Gebäude oder einer Wohneinheit oder was auch immer nachher. Und in der Kühlast geht es nachher eigentlich wirklich nachher darum, sagen zu können, die Anlage sollte so und so funktionieren und groß sein. Das ist ein Unterschied. Also die Werte ist ähnlich wie auch bei der Heizung, wenn ich was eingebe, dann kriege ich ja manchmal so Vorschlagswerte oder sowas. Das bezieht sich aber immer noch auf eine energetische Bewertung und nicht auf eine Größe von irgendwas. Ne? Also da muss man ganz klar unterscheiden, wofür das eine gedacht ist. Also Kühllast heißt, ich weiß im Ultimo, welches Gerät oder welche Größe vom Gerät oder Luftdurchlass oder sowas könnte ich ableiten soll, vielleicht bis in den Raum rein. Ja, und nicht nur, welche Absolutgröße brauche ich auf dem Dach. Oder sowas, aber auch. Also Kühlers sagt im Endeffekt spezifisch für den Raum an, so und so viel Kilowatt oder Watt brauche ich in dem und dem Raum und dem Zeitpunkt, damit es eine bestimmte Temperatur hält. Ja. Also ich würde damit auch die Auslegung machen und dass man die 18599 ist quasi mehr so das Label nachher für das Gebäude. Dass es also gut oder schlecht ist. Konjunktiv ist immer schwierig, ne? Also jeder macht es ja ein bisschen vielleicht für sich manchmal anders oder da kann ich nicht für alle sprechen, aber normalerweise ist eben für die Auslegung dann eben die Kühllastberechnung gedacht, das davon abzuleiten. Ne? Also dafür gibt es dann dementsprechend die Norm, weil da noch bestimmte andere Einflüsse auch nochmal reingehen. Also sowas wie bestimmte Feuchteverhältnisse und sowas, was glaube ich in 1890 nur rudimentär drin ist und sowas. Oder bis hin zum Thema auch CO2 bei Lüftung und so gibt es da noch diverse Sachen, die vielleicht ein bisschen anders geregelt sind auch. Also, und man muss natürlich auch gucken, in welcher Phase macht man was. Ne? Also wenn ich jetzt einen Energieausweis und ähnliches oder die Anträge dafür für den Bauantrag brauche ich ja recht früh,
in Projektplanungsphasen. Die Kühlers kommt dann meistens ein bisschen später, aber mit BIM vermischt sich das natürlich von den Zeitpunkten ein bisschen her. Deswegen ist es halt wichtig zu überlegen, wie gebe ich Daten am Anfang ein? Das ist die Kernfrage, die sich immer stellen sollten. Ne? Habe ich später noch mehr zu tun im Sinne von Vorschriften, Normen oder was auch immer? Dann ist es gut, einfach zu wissen, für welche Berechnung brauche ich welche Datenmenge. Wenn ich die dann optimiert eintrage am Anfang oder nachpflege, dann habe ich einfach in der Summe weniger Aufwand. Darum geht es. Ne? Ist bei Kühlast nicht anders. Deswegen habe ich nochmal das so ein bisschen gegenübergestellt. Kühlast als solche Simulation, sommerlicher Wärmeschutz. Wenn man so Vergleiche gemacht. Das sehen Sie jetzt, ist jetzt so eine typische Simulation, so Kurven, die bei so einer typischen Simulation rauskommen. Und Nachteil bei einer Simulation ist es erstmal, sich die Freiheitsgrade bewusst zu machen, weil theoretisch kann ich alles Mögliche einstellen, was so ein Rechenkern eben zulässt, also wirklich fast alles. Und damit habe ich natürlich Vergleichsprobleme unter Umständen. Ne? Das heißt, viele Büros, die ich da persönlich kenne, die bilden sich sogenannte zum Beispiel Profile oder Nutzungsprofile, wo sie sagen, den Gebäudetyp bewerte ich immer mit diesen Nutzungsparametern, damit ich nachher auch so ein bisschen Erfahrungswerte sammeln kann. Aber theoretisch kann ich für jedes Projekt alles manuell einstellen. Ne? Das ist dann was anderes, als wenn ich in einer gefühlt mehr oder weniger starren Vorgabe nach 1895 arbeite, muss ich sagen, Zone, weiß ich was, Lagerraum, 21 oder wie das ist, ja, wo dann bestimmte Dinge einfach vorgegeben werden. Da ist der Unterschied zur Simulation. Da kann ich halt eingreifen, was ich manchmal eben brauche für Beratung und spezifische Gebäude oder eben überhaupt für eine detailliertere Beratung gezielt auf den Kunden, nicht auf das Gebäude, sondern auf den Kunden, auf seine Bedürfnisse. Aber ist natürlich dann auch mit mehr Freiheitsgraden und unter Umständen Arbeit versehen, wenn man das eben machen möchte. Deswegen ist da diese Profilfrage immer wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Ich kann viel an Nutzungsprofilen machen, aber man kann das eben doch zentral dann regeln. Gut, im Vergleich dazu schauen wir uns hier mal die Kühlast an. Da sehen Sie vielleicht einen Unterschied. Und da sieht man so ein bisschen, hier wird das ganze Jahr über gerechnet. Ne? Und wenn ich dann weitergehe, dann sieht man hier so Peakphasen, nenne ich es mal, über die, was sind das hier, 6 wärmsten Monate hinweg. Ich glaube, das sind circa 14 Tage. Das kann man so ein bisschen einstellen und auch die Wochentage einstellen. Da wird quasi so ein bisschen eingeschwungen, weil man gesagt hat, wenn ich natürlich auf Basis eines Simulationskerns rechnen möchte, dann muss ich auch irgendwie auch alleine schon die Anfangsbedingungen definieren und auch Zeiträume definieren, was mir wirklich wichtig ist. Weil bei einer Kühlast ist es meistens uninteressant, was im Winter passiert. Ne? Logisch irgendwie. Dementsprechend wurde sich halt hier drauf geeinigt, bestimmte Perioden, also da gibt es um ominöse CDP abgekürzt, Cooling Design Perioden, da sind auch Endtage und sowas definiert, da wird oft nur, wie gesagt, die 6 wärmsten Monate und die 14 Tage da drin geguckt und dann wird daraus der Maximalwert ermittelt, also eine Einschränkung des Rechenverfahrens auf Detailebene, ne? So kann man sich das herleiten und dann wird da eben daraus abgeleitet, was der Maximalwert ist. Na, aber so sieht man auch mal im Vergleich, was dann die Einschränkungen sind von den Rechenkapazitäten her. Natürlich geht dann auch eine Kühlast viel schneller zu berechnen. Wie ist denn der Unterschied? Weil ich habe ja einmal diese Kühlast, was du jetzt aufgezeigt hast mit den festen Tagen. Aber ich kann ja auch eine thermische Simulation des Gebäudes machen und kriege da ja auch, ähnlich wie die Heizers, auch Simulationen raus für die Kühlung. Wie gleichwertig sind diese beiden Verfahren miteinander? Gibt es da Absprachen, die ich am Anfang treffe oder gibt es auch mal Vorgaben, wann nur das eine Verfahren zum Einsatz kommt? Also gerade bei den öffentlichen gibt es oft Absprachen. Da steht oft zum Beispiel beim Bereich Kühlast, weisen Sie Kühlast nach 2078 nach oder vergleichbaren Simulationsverfahren. Wäre beides zulässig. Wenn nicht geregelt ist, ist man immer gut beraten, sich an die anerkannten Regeln der Technik zu halten. Ja, weil das natürlich nachher sonst aus irgendwelchen anderen Vorlagen vielleicht drüber schwappt. So würde ich das sehen. Aber grundsätzlich sind beide Verfahren auch im Vergleich jetzt nicht so extrem, dass man sagen würde, man muss auf jeden Fall das anwenden. Das ist eigentlich mit der Dateneingabe kann man immer beides machen. Auch da ist nachher Frage des Auftrags. Aber wenn nichts gilt, dann gilt im Zweifel die anerkannte Regel der Technik. Das habe ich mal so gelernt. Das würde ich dann auch so aussagen. Und das wäre dann die 2078 als... Genau. Also würde ich mich dann davon freimachen, unter Umständen vielleicht was Falsches gemacht zu haben.
aber ist natürlich schwierig. Und beim sommerlichen Wärmeschutz sieht man dann im Vergleich natürlich aber auch schon, dass da auch über viel mehr Zeiträume gesprochen wird, weil da reden wir über Temperaturgradstunden. Ne? Also ein Unterschied von 1 Grad über eine Stunde ist eine Übertemperatur- oder Untertemperaturgradstunde. Ja, 2 Grad in einer Stunde wären 2 und so weiter. Das wird ja dann summiert zu den Schwellwerten, die du da hast. Wo du sagst, in dem Raum darf ich nicht mehr als 1200 im Nichtwohngebäude oder nicht mehr als 500 im Wohngebäude oder sowas, wie das war. Ne? Ja. Also da rechne ich auch wieder das ganze Jahr, aber da werden vor allen Dingen die Nutzungsprofile eingeschränkt. Also da geht es dann im Kern nicht so sehr stark um Anlagentechnik, es geht nicht so sehr stark um bestimmte Nutzeranforderungen, wie ich möchte unbedingt 23 Grad haben, sondern da werden Klimaregionen genommen und gesagt, bis Kategorie B, du hast 27 Grad und so weiter. Ne? Also da wird mehr vereinheitlicht wieder als in der freien Simulation. Wenn man das weiß, dann ist dieses Thema Simulation, sommerlicher Wärmeschutz und Kühllast eigentlich entspannt. Ne? Der Rest ist nachher nur eine Frage, was brauche ich und wann, was muss ich wann machen. Da können Sie sich dann immer noch detailliert Beratung zu holen, wenn Sie da was benötigen. Weil wie gesagt, es ist eigentlich auf Basis einer Dateneingabe möglich. Ne? Natürlich brauche ich für einen sommerlichen Wärmeschutz im Zweifel ein bisschen weniger Daten als für eine detaillierte Simulation, aber oft im Rahmen von BIM ist es fast derselbe Aufwand. Ja. Wenn ich jetzt das Thema wie so sommerliche Wärmeschutz, dann habe ich so die thermische Simulation, wo ich erheizen und kühlen irgendwie rauskriege, plus noch die VDI. Und ich habe die 18.599 als Bilanzierungsverfahren, wenn wir so mal nicht vom Gebäude nehmen. Wie verhält sich das jetzt auch gerade mit dem Thema, ich habe ja unterschiedliche Nutzungsprofile, unterschiedliche Ergebnisse, die nachher dann rauskommen? Jetzt habe ich natürlich ganz viele Informationen. Wie gehe ich jetzt da am besten mit um? Also ich denke, es ist natürlich schwierig, wahrscheinlich den Kunden entscheiden zu lassen, sondern wie sortiere ich mich vielleicht selber als Berater? Grenzt das so ein bisschen ein von den Werten, die ich, was ich betrachten möchte, um nachher auch dann die unterschiedlichen Ergebnisse, die nun mal da sind, also sind ja nicht unbedingt Ergebnisse, sondern natürlich, je nachdem, was ich gerechnet habe, bestimmte Anforderungen, die ich gestellt habe. Gehe ich damit um? Und auch das Thema der Zonierung, gerade beim Nichtwohngebäude oder Nutzungsprofile. Wir haben ja da unterschiedliche Nutzungsprofile. Greife ich auf dieselben Nutzungsprofile oder Zonierungen zurück oder mache ich da auch wieder ganz andere Zonierungen? Also das ist immer noch auch mehr so eine Frage, die ich schon mitbekommen habe von Anwendern, die nicht so ganz sicher sind, wie gehe ich jetzt auch mit diesem Thema Nutzungsprofile und Ergebnis? Weil ich habe so viele Zahlen und was mache ich jetzt am geschicktesten damit? Ja, das sind natürlich viele Fragen, die da aufkommen können. Also grundsätzlich ist natürlich erstmal so, bei Normen, die Nutzungsprofile vorgeben, halte ich mich da dran. Ne? Die kann ich dann mal mehr oder weniger editieren, ohne den Normrahmen zu verlassen, dann ist es in Ordnung. Da muss man sich, glaube ich, nicht großartig drüber unterhalten. Ansonsten, wie gesagt, ist es gerade im Bereich von Simulation oder Ähnliches sinnvoll, weil es da recht wenige Vorlagen gibt. Die wenigen Vorlagen, die es gibt, die haben wir dann oft auch in so Bibliotheken oder sowas eingebunden, sich selbst Vorlagen mitzumachen. Also wenn ich die ersten 2, 3 Projekte mache tatsächlich und da auch nachberate, dann macht es immer sich Sinn, diese Nutzungsprofile global abzuspeichern. Das geht, damit ich sie einfach beim nächsten Projekt, was ähnlich von der Konstellation ist. Also macht natürlich keinen Sinn, das Nutzungsprofil fürs Krankenhaus, fürs Wohngebäude zu nutzen. Da sind wir uns einig. Ja? Aber dass man natürlich weiß, okay, wenn ich das Wohngebäude, Mehrfamilienhaus betrachte, dann kann ich mir das Beispiel anschauen, kann das für mich so und so münzen, weil das und das hat vielleicht der Kunde noch gewünscht, das einfach zentral ablegen, ne? Und beim nächsten Mal vielleicht wieder benutzen oder nur Checklisten führen und sagen, davon gibt Abweichungen an den Stellen. Dann habe ich mehr Vergleichbarkeit, weil das ist natürlich etwas, wo sich viele unwohl drin fühlen, wenn es zu viele Werte gibt. Aber das ist auch immer das Thema zu wissen, es gibt ja nicht das Optimum. Gerade in der Simulation nicht. Es kommt ja immer darauf an, auf was möchte ich optimieren. Möchte ich gerade auf CO2 optimieren, weil es politisch wichtig ist? Möchte ich auf Kosten optimieren? Möchte ich, was auch immer, auf Sonneneinstrahlung optimieren? Also das sind aber alles Dinge, die ich dann separat abprüfen kann. Aber das basiert natürlich auch auf den Auftrag. Also wenn ich jetzt ein Altenheim habe oder so, dann ist natürlich das Behaglichkeitsthema vielleicht ganz oben. Ja, genauso wie Krankenhaus und Hygiene. Wenn ich ein Wohngebäude habe, dann ist die Nutzung ja dementsprechend anders und deswegen kann ich das einstellen. Also ist es Fluch und Segen. Ne? Das heißt, ich muss mir im Vorfeld Gedanken machen, was will ich haben, um dann zu wissen, damit ich dann auch das Simulationsergebnis entsprechend dann für mich nehmen kann. Ja, am besten ist es, was will der Kunde haben und was muss ich dafür tun. Aber ich als Planer ist natürlich dann immer... Ja, klar, gehört beides zusammen, aber
wie gesagt, das ist Fluch und Segen. Ich kann immer nur dafür empfehlen, sich diese Profile dann wirklich abzulegen und immer mal wieder zu benutzen. Dann hat man für sich einfach so eine bekannte Basis, wo ich drauf aufbauen kann. Ansonsten eben auch mal gerne mit Kollegen unterhalten. Aber damit kommen wir auch so ein bisschen zum Thema. Ich wollte noch kurz am Ende, wir sind nämlich schon 10 Minuten über der Zeit, die Auswertung noch anzeigen. Mal kurz gucken. Du musst mir mal kurz sagen, ob das sichtbar ist. Ich sehe was, ja. Okay, nehmen wir mal einen Schritt zurück. Haben jetzt nicht ganz so viele abgestimmt, aber ein paar. Und zwar, wir haben ja die Ausfragen. Ich habe die Frage gestellt, wenn Brücken berechne und berücksichtige ich A, eher im Gleichwertigkeitsverfahren, B, eher im detaillierten Konstruktionsverfahren oder C, eher selten. Es haben welche geantwortet, also scheinen die Fragen nicht ganz so blöd gewesen zu sein. Das war auch für mich dünnes Eis. Dementsprechend ist immer interessant. Ja, also viele doch eher im detaillierten Konstruktionsverfahren. Okay, Gleichwertigkeitsverfahren ist das, was bei uns von den Anfragen her zum Beispiel am stärksten wächst, weil natürlich wahrscheinlich die einfache Möglichkeit dann in vielen Projekten vielleicht auch schon reicht. Aber gut zu wissen, ne? Aber es gibt auch noch einen Großteil, wo ich sage, okay, nee, eher selten, wo dann vielleicht mit Standardwerten gearbeitet wird, ne? Also vielleicht einfach mal für Sie dann auch das Feedback zurück, wie andere abgestimmt haben. Dann haben wir noch, in den meisten meiner Projekte weise ich den sommerlichen Wärmeschutz nach Sonneneintragskennwerte. Ja, Spitzenreiter, Oldie but Goldie. Noch dabei. Ja, nach Übertemperaturgradstundenverfahren, also das ist neuere Simulationsverfahren. Oder selten explizit aus. Also das ist auch ein Thema, was also dementsprechend auch Aufklärungsbedarf bedeutet. Also dementsprechend ist es ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir das online schalten. Und die letzte Frage war, Kühllasten berechne ich regelmäßig, selten, kaum bis gar nicht. Sehen Sie, da kommt meine Behauptung her. Ja, Schätzverfahren auch nur selten, obwohl da gibt es ganz coole Sachen, aber das wäre ein anderes Thema. Und es gibt sogar Verweise für Klimachecks und sowas, aber ja, sehen Sie, das ist etwas, was eine rein bauphysikalische Sache eigentlich ist, was eben kaum berücksichtigt wird. Wenn ich dasselbe mit Heizlast machen, wäre das wahrscheinlich ein bisschen besser. Mach ich vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Ja, gut, dann haben wir das auch ausgewertet. Ich würde sagen, wir sind soweit dann am Ende der Veranstaltung angelangt. Katharina, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit. Gerne, ich danke dir. Ich bedanke mich auch bei den Zuschauern und Zuhörern, auch an die, die fleißig Fragen gestellt haben. Ich erinnere nochmal, gerne Feedback, damit wir wissen, was wir besser machen können und natürlich auch, was für Themen Sie vielleicht noch interessieren in diesem kostenlosen Format. Einfach an vertrieb@hodgkinrot.de schicken, würde uns sehr freuen, wenn wir da ein bisschen Feedback kriegen. Und ansonsten abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, da wird es dann demnächst hochgeladen, können Sie sich mal wieder anschauen. Vielen Dank und bis bald. Und einen schönen Feiertag und vielleicht ein verlängertes Wochenende, was der eine oder andere vielleicht sich mal gönnt oder nutzen kann im Rahmen dieser Woche, einer Das kurzen auch. Woche. Das auch und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Alles Tschüss. klar. Dann, tschüss.